Ja, hallo, willkommen zu einem neuen Projekt auf dem Mega Drive. Erstmalig spiele ich ein Quatsch, Mega Drive, Master System, so heißt das Teil. Sonic the Hedgehog natürlich. Was eignet sich besser als erstes Projekt einer neuen Konsole als ja, das Vorzeigespiel schlechthin? So, ich muss ein bisschen die Lautstärke regulieren. So, jetzt geht's los. Sonic the Hedgehog, also die Mom. Ich verwechsel immer die Namen. Die Mega Drive-Version, die habe ich ja schon vor einigen Monaten mal durchgezockt. Und jetzt also. Das. Ja, Vorgänger ist es nicht. Es ist im gleichen Jahr erschienen wie die Mega Drive-Version. 91 nämlich. Ist gleichzeitig erschienen, also für Master System, Mega Drive und Game Gear. Kennen vielleicht viele nicht mehr, der Game Gear. Hoppala. Das war damals der direkte Konkurrent zum Game Boy. Hat sich aber nicht so durchgesetzt. Erzähle ich nachher nochmal was dazu. So, das hier war ein Checkpoint. Der Levelaufbau ist hier ein bisschen anders als in der Mega Drive-Version, aber ich glaube, die Master System-Version ist genau dieselbe wie die von Game Gear. Exakt gleich, wenn mich nicht alles täuscht. Auch grafisch. Schwer. Schwer, gleich am Anfang, schwer. Ah, Entschuldigung. Okay. Ja, das Master System damals eigentlich der direkte Konkurrent zum NES, zum Nintendo Entertainment System. Und ja, 91 kam das Ganze dann auch gleichzeitig für den Mega Drive raus, was dann eben der direkte Konkurrent zum Super Nintendo war. Aber Sega ist da immer ein bisschen hinten angestanden. Konnten sich also nie so gegen, was war das denn jetzt, gegen Nintendo durchsetzen. Also Nintendo hat irgendwie immer mehr verkauft. Vielleicht auch, weil die Spieleauswahl ein bisschen üppiger war. Was ich noch sagen wollte, der Game Gear, der war schon technisch nicht schlecht damals, muss man sagen. Im Gegensatz zum Game Boy hatte er nämlich. Im Gegensatz zum Game Boy hatte der Game Gear ein Farbdisplay. Ein beleuchtetes Farbdisplay kann man so vergleichen wie die ersten Handys mit Farbdisplay, die vor 10 Jahren rausgekommen sind, so in der Auflösung. Nicht besonders hohe Auflösung, aber immerhin Farbe und ne, beleuchtet und. Trotzdem bei weitem nicht so erfolgreich wie der Game Boy, wo technisch nicht so weit eigentlich war, aber beim Game Gear gab es da auch eine große Einschränkungen. Zum Beispiel, ja, durch das beleuchtete Display ging natürlich ein Haufen Saft drauf. Das heißt, man musste ständig die Batterien wechseln, die haben wirklich nicht lang gehalten. Und hat sogar noch mehr gefressen als der Game Boy. Ich glaube, ja, während der Game Boy 4 Batterien gebraucht hat, hat Game Gear 6 Batterien, glaube ich, benötigt auf einen Schlag. Und die waren dann meistens sehr schnell leer. Also hohe, hohe Folgekosten. Ja, und dann noch, da war die Spielauswahl nicht so besonders groß wie beim Game Boy und. Das Teil war auch ziemlich klobig, also zum Mitnehmen jetzt, naja. Der Game Boy war ja für damalige Verhältnisse wirklich klein. Heute sagt man auch, was ein Riesenknochen, aber naja, damals war das wirklich super klein. Hingegen der Game Gear wirklich ein richtig fetter Knochen war. Nicht nur, dass er größer war, sondern auch. Dicker. Wesentlich dicker und das halt dummerweise bei einer Displaygröße, die nicht besonders hoch war. Also das Display war nicht mal größer als das vom Game Boy, eher sogar noch kleiner. So, oh, Sega, ein Ring, wie hübsch. So, ich habe ein Continue ergattert, aber jetzt muss ich schnell ins Ziel.
So, ein paar Ringe nehmen wir noch mit. Haben wir noch Zeit. Gut. Und dann gab es halt, wie gesagt, auch nicht so viele Spiele für den Game Gear. Das war alles nicht so durchdacht und deswegen gab es relativ wenig Verkäufe. Auch wenn die Grundidee nicht schlecht war, aber eben vor allem halt der Verbrauch. Die Batterien haben nicht lang gehalten. Man konnte zwar auch über Netzteil spielen, aber eigentlich ist das ja nicht so der Sinn der Sache. Eigentlich will man ja das Teil mitnehmen, auch mal. Und ich kenne keinen damals bei uns an der Schule. So, hier ist der erste Boss. Ich kenne bei uns an der Schule keinen, der ein Game Gear hatte. Keinen einzigen. Keiner hatte so einen Teil. Vielleicht auch, das war auch ein Grund, warum er nicht so erfolgreich war, weil er schweineteuer eben war. Im Vergleich zum Game Boy. Also Game Gear hatte bei uns keiner. Aber Game Boy hatte sehr viele. Und das sind halt ein bisschen zu viele Gründe, die dann gegen den Game Gear sprachen. Hoher Batterieverbrauch, hoher Preis, wenig Spielauswahl, zu klobig, zu dick. Hat dann halt letztendlich dazu geführt, dass die meisten sich dann doch lieber den Game Boy gekauft haben und dann auch damit die richtige Entscheidung getan haben. Fail! Ja. So ging es aber Sega meistens. Sie haben eigentlich immer den Kampf gegen Nintendo. Mussten sie hinten anstehen, ob es jetzt beim NES gegen Master System war oder bei Mega Drive gegen Super Nintendo. Nintendo war eigentlich immer erfolgreicher, muss man sagen. Was nicht heißt, dass Sega nicht auch einige super geile Spiele rausgebracht hat. Siehe Sonic zum Beispiel oder ja, da gab es einige. Im Großen und Ganzen war die Spieleauswahl von Sega nie besonders groß, was dann auch ein Grund war, warum ich mich damals schon eher für Nintendo entschieden habe, immer. Also ich hatte den Game Boy gehabt, ich hatte das NES gehabt, das Super Nintendo gehabt. Von Sega hatte ich eigentlich gar nichts. Außer die Dreamcast, aber das hat sich dann auch als Griff ins Klo erwiesen. Ich habe es in der vorigen Session schon gesagt, in der vorigen Projekt bei Echo. Ein halbes Jahr, nachdem ich damals die Dreamcast gekauft habe, meine erste Sega-Konsole, ja, hieß es, werden keine Spiele mehr rausgebracht und der Verkauf wird eingestellt. Oh, schade. Das versuchen wir nochmal. Also mein einziger Sega-Konsolenkauf war dann ein Griff ins Klo. So, ein Leben. Oh, da unten ist jetzt ein Diamant. Scheiße. Okay. So, jetzt habe ich die ganze erste und zum Teil die zweite Welt durchgelabert mit Vergleichen zwischen Sega und Nintendo. Ist aber auch mal schön, wenn man mal ein Thema hat und nicht immer nur vom Spiel labern muss. Ein Autoscroll-Level, ich liebe sie. Dann, wenn ich schon dabei bin, kann ich noch zum Vergleich zwischen den Prestige-Spielen von Sega und Nintendo kommen, also zwischen Mario und Sonic. Da sagen ja heute noch die Fans von damals, die bekriegen sich ja heute noch, oh, Sonic war besser, Mario war besser. Ich habe eigentlich hauptsächlich, da ich Nintendo-Produkte hatte, eben ausschließlich Super Mario gespielt. Sonic dann höchstens mal bei Schulkameraden.
die dann eine Sega-Konsole hatten. Also ich kannte einen bei uns in der Klasse, ein guter Kumpel von mir, der hatte, das war genau das Gegenteil, der hatte eigentlich immer nur Sega gehabt und kein Nintendo. Was dann auch dazu geführt hat, dass wir uns ab und zu mal für ein paar Tage unsere ganzen Konsolen gegenseitig verliehen haben. Das ganze Zeug rübergeschleppt, so, jetzt nimmst du mal mein Nintendo, ich krieg mal dein Sega-Teil. Das war mal ganz hübsch. Keine waghalsigen Dinge hier. Bei Sonic gefällt mir halt die Dynamik eher besser als bei Mario. Es ist schneller, es ist wendiger, die Steuerung ist... Ja. Er springt höher, er springt weiter und... kann man nicht meckern. Bei Mario dagegen ist irgendwie, ja, der Aufbau irgendwie gefällt mir besser, das ganze drumherum, storymäßig und so. Das war aber knapp. Und wenn ich schon schön beim Vergleichen bin, könnte man auch mal Super Nintendo mit dem Mega Drive vergleichen. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, das Super Nintendo hat grafisch mehr rausgeholt, finde ich, obwohl es beides 16-Bitter waren. Aber irgendwie vom Sound vor allem her, man muss sich jetzt mal als Vergleich, guckt euch auf YouTube mal Videos von Rock'n'Roll Racing an, auf Super Nintendo und auf Mega Drive. Da wird man schnell feststellen, vor allem soundmäßig ist die Super Nintendo Version tausendmal besser. Gibt zwar manche Sega-Nerds, die sagen, nö, Mega Drive ist viel besser, aber nee, absolut nicht. Gerade bei dem Spiel ist die SNES-Version tausendmal besser. I continue! So, jetzt schnell das Ziel. Ja, wohingegen der Vergleich zwischen den Vorgängermodellen jeweils, also das NES und des Master Systems hier, finde ich jetzt keinen großen Unterschied. Da halten beide noch gleich auf, finde ich. Da gibt es eher so ein paar Levels, in denen jetzt das Master System schönere Grafiken hat. Also das ist... Na. Aber Nintendo hat dann mit dem SNES ganz schön aufgeholt, während das Mega Drive da, ehrlich gesagt, grafisch gefallen mir die Spiele nicht so besonders. So, zweiter Boss. Eigentlich der gleiche wie im ersten. So. Ui. Ja, war auch schon mal schön, wenn man mal Zeit hat, hier einen schönen Vergleich zu ziehen zwischen den Klassikern von Sega und Nintendo. Ja, letztendlich schneidet bei mir Nintendo auf jeden Fall besser ab. Was nicht heißt, dass Sega schlecht war. Aber ich habe mich einfach zu wenig damit befasst. Da ich eben hauptsächlich nur Nintendo gespielt habe früher. So, Welt 3, der Dschungel. Das passt sehr gut. Im Moment ist wieder Dschungelcamp bei RTL mit absoluten Vorzeigepromis, die jeder kennt. Ailton zum Beispiel ist im Dschungelcamp. Ailton, der dicke Mann, wo früher bei diesem komischen Gelsenkirchener Fußballverein gespielt hat, den ich jetzt nicht nennen mag. Er ist noch im Dschungelcamp. Ich gucke das eigentlich kaum. Höchstens mal so nebenbei. Das ist schön. Ich habe das ganze Spiel über hier Themen. Ey. Erstmal schöner Vergleich zwischen Sega und Nintendo. Und jetzt hier direkt so eine schöne Vorlage. Dschungelcamp. Ja, wer ist noch da? Dieser komische von... Hoppala. Oh, scheiße. Da komme ich jetzt nicht mehr hin. Dieser komische Typ von... Wer war denn das? Next Uri Geller, dieser Vincent Raven, dieser kranke Mann.
Er ist auch da, natürlich. Und dann noch so einige Unbekannte, die von ZDF, Ramona Leis. Die ist aber rausgewählt worden, die ist jetzt nicht mehr dabei. Die hat früher den ZDF-Fernsehgarten moderiert. Und Sonic ist ins Wasser gefallen. Ich weiß jetzt nicht, was schlimmer ist. So, Checkpoint. Ja. So, hübsch. Ist aber ein schweres Level. Freundchen. Vorhin darf Sonic nicht ins Wasser fallen. Jetzt darf er. Versteht das einer? Nein. Aber das hier ist das Nichtschwimmerbecken. Hier kann er stehen. Auch mal. Ulla. Wow. Ganz schön eine gefährliche Überraschung hier im Spiel. So, die Ringe lasse ich jetzt mal da, wo sie sind, Großteil. Brauche ich nicht. Es wird doch entschieden schwer langsam. Ah! Ich dachte, da könnte ich direkt ans Ufer springen, aber dachte, ja, hätte, Herrentoilette. Um diesen lustigen Spruch mal wieder ins Spiel zu bringen. Oh!